Moin, liebe Imkerkollegen, es geht weiter mit der Bienenzucht, Sanftmut und Co. Beim ersten Teil hatten wir gesagt, der Drohne ist enorm wichtig und der ist so schlecht zu kontrollieren. Da müssen wir Belegstellen, Besamung oder ähnliches machen, damit wir da eine Kontrolle haben. Damit wir wissen, woher kommt dieser Drohne, der unsere Königin begattet. Bei der Königin können wir das immer relativ gut kontrollieren, aber der Drohne ist entscheidend. Es können mehrere Drohnen die Königin begatten und die Königin kann diese Sperma nach und nach abgeben. Und zwar von allen Drohnen, die sie begattet haben. Besteht aus den Nachkommen dieser Kombination und eben dadurch, dass so viele verschiedene Väter vorhanden sind, besteht dieses Volk aus einem Sammelsurium von möglichen Kombinationen von den Vätern und von der Mutter, was sehr spannend ist, weil das natürlich auch, besonders wenn man sich eine Resistenz vorstellt, jetzt haben wir da, was weiß ich, 5 Drohnen, die diese Königin begattet haben, die sind resistent gegen eine bestimmte Erkrankung, dann geben diese 5 Drohnen vielleicht diese Resistenz an ihre Nachfahren weiter mit einer relativen Sicherheit, weil sie können nichts anderes abgeben. Da gibt es also keine Kombinationsmöglichkeiten. Und alle Nachfahren dieser 5 Väter haben die mögliche Resistenz, wenn nicht rezessiv vererbt, das muss man dann auch jetzt mal unterschlagen. Aber von diesen 5 Vätern, die Nachfahren, können das Volk, wenn diese Erkrankung auftritt, schützen. Das heißt, diese Nachfahren sterben nicht, sondern nur die, die nicht resistent sind. Und wenn das eine ausreichende Menge ergibt, überlebt das Volk diese Erkrankung. Und das ist natürlich etwas sehr Interessantes. Aber dafür muss man natürlich auch wieder wissen, was kann denn der Drohne? Ja, deswegen ist die Herkunft und eigentlich auch die Beurteilung der Väter und der Mütter sehr wichtig. Da steige ich jetzt ein, weil da habe ich mir überlegt, wo bekomme ich denn guten Zuchtstoff her? Dieser Zuchtstoff sollte die Eigenschaften haben, dass ich nachprüfen kann, woher kommt der eigentlich? Welche Drohnen waren dabei und gibt es eine Geschwistergruppe, wo vielleicht nur meine Königin halt ein Ausreißer ist? Oder ist die Leistung bei allen Geschwistern auch gleich? Weil es gibt ja eben die Kombination und der Imker, der den Stift aus der Wabe holt, weiß eigentlich nicht, welches genetisches Material er da jetzt gerade mitnimmt. Von welchem Drohnen, in welcher Kombination. Deswegen habe ich mich mal mit B-Breed auseinandergesetzt. Von einem Bieneninstitut wurde Zuchtstoff angeboten und ich habe mir die verschiedenen Königinnen dort angeguckt, bei B-Breed. Das kann man ziemlich einfach tun, indem man einfach die Nummer bei B-Breed eingibt und dann kommt diese Königin. Diese Königin war tatsächlich besonders mit einem Gesamtzuchtwert von 124. Was heißt denn 124? 100 ist immer der Durchschnitt von allen geprüften Königinnen in den letzten 5 Jahren. Und wir müssen immer ein Jahr Prüfung abrechnen, das heißt, die neuesten Werte werden von 2019. Das heißt für uns, alles was 100 ist, bedeutet, es ist genau Durchschnitt. Bei 110 haben wir schon 84%, die schlechter sind als die Königin, die wir da haben. Und bei 120 haben wir 98%, die schlechter waren in den letzten 5 Jahren als diese Königin. Sie ist also eine der bestgeprüften Königin in den letzten 5 Jahren gewesen. Ich habe mir natürlich angeschaut, oh, das war von einem Bieneninstitut natürlich und die haben natürlich viel geprüft. Die haben auch CPV, Kalkbrut und Varroa-Toleranz gemessen. Bei Varroa-Toleranz schneidet das Volk sehr gut ab, Kalkbrut leider eher unterdurchschnittlich und CPV war nicht auffällig gewesen. Ich fand's gut, weil Honigleistung, Sanftmut, alles schön. Da habe ich gedacht, ach, das ist doch ein Traum. Aber stimmt das auch?
Da kann man dann auf die Königin gehen und findet ihren Stammbaum. Man guckt sich den Vater an und man guckt sich auch die Mütter an. Ich kann bei dieser Königin bis 1999 zurückgehen und sehe eigentlich die Zuchtleistung von den Züchtern, die immer wieder mit künstlicher Besamung oder Inselbegattung diese Abstammung verfeinert haben, bis es jetzt zu so einer Königin gekommen ist. Aber ist sie vielleicht nur eine Ausnahmekönigin? Deswegen schaute ich mir die Geschwistergruppe an. Und die sind im Durchschnitt alle mit 120 Gesamtzuchtwert bewertet. Und es sind auch einige AV-Körungen dabei. Damit kann ich eigentlich ganz beruhigt sein. 50% meiner Informationen, die ich da als Zuchtstoff mir hole, ist safe. Eine tolle Königin. Aber sie gibt eben nur die Hälfte, weil ich ziehe daraus eine schöne Königin und ja, aber begatten muss ich sie lassen. Ne? Und da kommt dann ins Spiel, mit welchen Drohnen muss ich diese Königin denn begatten lassen? Ich habe mich dann dazu entschieden, den Inzuchtindex so gering wie möglich zu halten. Und der liegt bei mir tatsächlich bei 0,0. Da war ich echt stolz drauf, dass das so funktioniert hat. Leider ist das überhaupt keine Garantie, dass nachher eure Königin gut werden. Weil es kann sein, dass die genetische Information vom Drohnen nicht zu eurer Königin passt. Und dann kommen eben schlechtere Königinnen heraus. Also es muss eben nicht immer perfekt gut laufen, sondern es kann auch total schräg laufen. Und diese Königinnen müssen eigentlich geprüft werden. Und da kommt dann die Prüfung ins Spiel. Das sieht man erst im nächsten Jahr, wie gut wirklich die Königinnen sind, wenn man sie dann prüft und feststellt, das ist erfreulich. Ich werde mal nicht gestochen. Mich hat es auf jeden Fall beeindruckt. Das Schöne ist, ja, es ist immer wieder ein Versuch und man weiß nicht wirklich, was dabei herauskommt. Wir haben das Problem, dass wir begrenzte Belegstellen haben, wo nur bestimmte Drohnenvölker stehen. Wir können uns das auch nicht wirklich aussuchen. Und da hilft natürlich die künstliche Besamung. Da kann man dann etwas näher noch gucken, welcher Drohnen wirklich zu welcher Königin passt und man hat mehr Möglichkeiten. Aber ansonsten sind wir auf die Belegstellen festgelegt und müssen da natürlich für qualitativ hochwertige Begattung wird da Sorge getragen. Und das finde ich eine starke Leistung. Das, was im B-Breed steht, das seit über 20 Jahren wird da eingetragen. Diese ganze Zuchtleistung, dass das öffentlich einsehbar ist, dass man darauf seine Planung aufbauen kann und sogar als Bienenanfänger schauen kann, was habe ich da eigentlich bekommen? Wie sieht es wirklich mit der Herkunft aus? Da haben sich wirklich die Züchter in die Karten schauen lassen. Für einen Züchter ist es unheimlich wichtig zu wissen, woher kommt es und in welche Richtung geht es. Es gibt Züchter, die machen auch richtig, richtig gute Königinnen und die sind nicht schlecht. Aber man weiß eben nicht, was man bekommt und kann vielleicht nicht absehen, wie der Inzuchtindex ist. Wie die wirklich bewertet ist. Es ist ein einheitliches System der Bewertung. Man denkt immer, es wäre so ein bisschen subjektiv von der Bewertung her. Aber wenn man die Geschwistergruppen zusammennimmt, die Eltern sieht, das ergibt ein Bild. Und ist dieses Bild einheitlich, zeigt es eine Richtung. Und mit dieser Richtung kann man arbeiten. Das ist eben wie beim Hund, das Zentimetermaß. Welcher Hund ist wirklich der größte? Und man kann da tatsächlich frei wählen. Eigentlich ist das auch was für die Anfänger. Weil ich weiß, wie ich immer davor stehe und frage, ist das eine gute Königin? Wenn ich dann sagen kann, ist sie wirklich sanftmütig? Und da kommt dann raus, okay, ihre Mutter ist so und so geprüft und hat einen Sanftmutwert von 115. Dann kann ich damit umgehen. Dann weiß ich, oh, sie ist schon sehr gut in der Sanftmut. Das hilft Anfängern, genauso wie Fortgeschrittenen. Das B-Breed ist ein Hilfsmittel, was eigentlich viel mehr Verwendung finden sollte. Es hilft euch, nicht bei Null wieder anzufangen, sondern ihr habt einen Vorsprung. Ihr wisst, woher eure Königin kommen. Es ist nicht schlecht, sich eine Reinzuchtkönigin
Insel begattet zu holen und daraus eine F1 zu ziehen. Man hat 50% von dem Volk safe, was es kann, durch die Reinzuchtkönigin. Aber sie wurde dann standbegattet. Man hat ein Fragezeichen bei den Drohnen. Und da merkt man, wie wichtig die Drohnen sind. Sie geben 50% eurer Völker. Allerdings gibt es da auch den Heterosis-Effekt. Das heißt, verschiedene Informationen können wertsteigernd wirken. Und so gibt es meistens bei der F1-Generation die besten Königinnen. Und die möchte eigentlich jeder haben. Allerdings, wenn ihr dann daraus wieder zieht, das ist dann nämlich die zweite Mendelsche Regel, spalten sich wieder die genetischen Informationen auf und im Grunde wird dann aus einer 50%igen Chance eine 25%ige Chance und die wird immer kleiner. Jede Generation weiter entfernt von dem Ursprung. Deswegen ist das mit der Toleranzzucht auch so schwierig. Es müssen viele Züchter zusammenarbeiten. Zucht ist kein Einzelkampf, sondern nur ein gemeinschaftliches Vorgehen. Ich würde ja jetzt nochmal auf die Mendelschen Regeln eingehen. Und dass es eben bei der Biene sehr schnell zu einem Verlust der genetischen Informationen kommt. Was einerseits gut ist, weil sie eine große Varianz bietet, die die Biene auch braucht, um gesund zu bleiben. Ja, ich möchte auch noch ein Video über Bruder Adams Backfast machen, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Aber das ist schwerer Tobak, ein sehr schwerer Tobak, weil es da tatsächlich richtig in die Tiefe geht. Und Backfast ist die schwierigste Zucht, die man sich vorstellen kann. Deswegen Hut ab vor den Züchtern. Viel Spaß beim Imkern! So, noch ein Völkchen. Jo, Zuchtvölkchen. Ne, ist voll besetzt. Leider habe ich natürlich vergessen, da eine Dings reinzusetzen. Und deswegen legen die mir das natürlich zu. Auch ein schönes Volk, ist total entspannt. Ihr solltet also immer mit Völkern arbeiten, die auch wirklich entspannt sind. Jo, also auch hier ein... Und ja, da ist ein kleines Malörchen passiert, aber das werden die Bienen richten. Und ich denke, sie werden verstehen, was ich von ihnen will. Oh. Und damit gucken wir dies Volk nach. Zweite Zage ist genauso schön. Und da scheint auch ein bisschen was reinzukommen, finde ich nicht schlecht. Macht Spaß. Gucken wir da mal, was uns da erwartet. Ja, anders geht es leider nicht. Ich glaube, es gibt gleich ein Gewitter. Ich sollte hier fertig werden. Da ist nichts. Das ist schon mal schlecht. Aber auch das zeige ich. Habe ich die Kollegen da verloren? Da kommt was Verdeckendes. Da kommt was Verdeckendes. Wie man sieht, auch hier und viel frische Brut, also kein Problem. Ja, am äußeren Rand sieht man das so schön.
Das sah nur so aus. Die packe ich nach oben. Das sah nur so aus. Hier ist alles frische Brut drin. Anscheinend hat sie auch eine Legepause gemacht. Warum sage ich Legepause und nicht umweißeln? Es ist noch verdeckelte Brut da. So schnell ist keine Schwarmkönigin. Und eine Schwarmkönigin, weswegen haben wir einen Anbrüter, der so stark ist? Warum wollen wir das so stark haben als Züchter? Die einzige Vermehrungsform ist von der Biene der Schwarm. Ja, und wenn die da irgendwas verkehrt machen würden, dann hätten sie die ganzen Jahrtausende nicht überlebt. Nicht ein wenig überlebt. Deswegen muss man mit dem Schwarm immer vorsichtig sein und sagen, eigentlich eine gute Sache. So, ich weiß, ich bin kitzlig. Danke. Na, also die nehmen wir mit nach oben, weil die ist so schön. Ja, das ist wirklich Prachtstück.